Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr vielleicht in der Überschrift schon gelesen habt, gibt es heute wieder einen Haul von mir. Es ist ein recht gemischter Haul, es ist Technik dabei, es sind Adventskalender dabei, es ist Beauty dabei, es ist von allem etwas so ungefähr. Und ja, ich würde sagen, damit das Video nicht allzu lange wird, starten wir gleich und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Fangen wir als erstes mit diesem schönen Stück hier an. Und zwar habe ich mir einen Lockenstab gegönnt, weil ich habe früher meine Locken immer mit dem Glätteisen gemacht. Und seit ich ein neueres Glätteisen habe, geht das nicht so gut. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, hole ich mir einen Lockenstab. Ich habe den jetzt auch ausprobiert und es ist das erste Mal, dass ich einen Lockenstab habe. Und ich finde, es ist nicht schlecht geworden. Und zwar ist es dieser Remington Keratin Protect Lockenstab. Der hat 5 verschiedene Temperatursettings, dann hat er so eine Kegelform und hochwertige Keramikbeschichtung, angereichert mit Keratin und Mandelöl. Soll einfach die Haare ein bisschen pflegen. Und da ich den ja schon verwendet habe, also der kommt auch hier mit so einer hitzebeständigen Tasche. Und den Handschuh habe ich jetzt gerade nicht hier. Da ist noch ein Handschuh dabei, damit man sich die Finger nicht brennt. Also ich kann auch empfehlen, den echt herzunehmen. Es funktioniert damit nämlich echt besser. Und er ist auch schon kalt. Und man hat hier diese Knöpfe mit dran. Die finde ich ein bisschen blöd, weil die recht leicht funktionieren und man da recht schnell, wenn man die Finger an der falschen Position hat, hoch und runter drückt. Das finde ich jetzt nicht ganz so gut. Ausschalten funktioniert nicht ganz so leicht, weil da muss man lange gedrückt halten. Ich würde sagen, wir bleiben gleich bei der Technik. Und zwar habe ich mir ein neues Schmuckstückchen gekauft. Und zwar habe ich mir das neue Apple iPhone 8 Plus geholt. Und das hat hier 64 GB, wie man das sehen kann. Es ist die goldene Variante, es ist jetzt ein bisschen hell hier. Es ist super schön. Also ich habe hier dieses Modell. Hier ist auch so eine, ich habe mir so eine durchsichtige Hülle geholt, damit man halt auch einfach das schöne iPhone sieht. Es ist wunderschön, es macht richtig tolle Bilder. Also da muss ich echt sagen, Hut ab. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Qualität nochmal besser werden kann. Aber sie kann es. Und ich finde es einfach mega. Und hier seht ihr auch das Display mal. Also richtig, richtig schön. Also gefällt mir einfach richtig gut und ich bin mega glücklich drüber. Und ja, das ist einfach mein neues Schätzchen, mit dem ich Bilder machen kann, mit dem ich telefonieren kann, im Internet surfen kann und so weiter und so fort. Und ich wollte erst kein großes haben, also kein Plus haben, habe mich aber dann wirklich umentschieden, habe mir gedacht, okay, es hat die bessere Kamera. Und ich muss echt sagen, die Akkulaufzeit ist halt im Vergleich zum kleineren iPhone, auch 8er oder jetzt das, ich hatte vorher das 6S, wesentlich besser, also das hält ewig. Also ich bin ja wirklich an dem Ding fast 24 Stunden, wenn ich nicht schlafen würde. Deswegen also richtig tolle Akkuleistung, hält richtig lange und ja, mag ich einfach. Ja, dann habe ich mir 2 Deko-Sachen bei Dena geholt und die hatten auch ein paar Sachen im Sale und da war dieser wunderschöne Teller dabei. Ob ihr das erkennen könnt, der hat hier außen so Glitzer und der hätte normal gekostet 9,99 € und hat jetzt nur noch 4,99 € gekostet und der hat mir so gut gefallen. Also ein richtig schöner Teller. Ja, gefällt mir richtig gut und mag ich richtig gerne jetzt schon. Dann das Teilchen verliert ein bisschen Glitzer. Ist einfach nur so ein Ast mit so Perlen dran, schaut halt richtig schön aus, finde ich. Und der hat gekostet 4,99 €. Also ich kann euch echt empfehlen, die Dena Deko Abteilung ist mega. Also die finde ich richtig, richtig schön und da findet man jedes Jahr richtig schönes Schätzchen und ich gehe da immer wieder gerne rein und die 2 Sachen kann man meiner Meinung nach auch fast das ganze Jahr benutzen. Also da fehlt sich nichts und gefallen mir halt auch wirklich richtig, richtig gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal bei Rossmann weiter. Genau. Da habe ich mir einfach ganz normal wieder meine Wattepads geholt, weil mir ist aufgefallen, sie sind leer und ich brauchte wieder welche. Dann habe ich mir hier so 2 Sheetmasks geholt und zwar Strahlkraft Pink Grapefruit und Vitamin B3 für müde Haut.
Sieht so aus. Und einmal beruhigend und entspannend. Beruhigung und Entspannung, Wassermelone und Aloe Vera für trockene und empfindliche Haut. Sieht so aus. Also vom Design her auch richtig schön. Und auf die zwei Masken bin ich auch schon mega gespannt. Wie immer. Dann habe ich online bestellt bei der Parfümerie Pieper. Und zwar habe ich mir einmal meinen MAC Fix Plus wieder nachbestellt. Meins anderes ist fast leer. Das seht ihr dann im nächsten Aufgebraucht-Video. Deswegen habe ich mir das gleich mitbestellt. Und einmal habe ich mir ein neues Parfüm bestellt. Und da hat mich der Flakon einfach unheimlich angesprochen. Wisst ihr schon, welches ich meine? Oder habt ihr vielleicht eine Ahnung? Dann schreibt es jetzt unten in die Kommentare. Und ja. Es ist von Jean-Paul Gaultier Skandal und die Dose alleine ist schon mega schön. Also die ist hier so beschichtet mit so einem, ja, so einem Stoff, also schaut richtig, richtig schön aus. Und wenn man das Ganze aufmacht, dann sieht das Ganze so aus und ja. Also schaut richtig toll aus, gefällt mir echt mega gut, dieser Flakon. Deswegen habe ich auch echt die große Größe genommen. Wobei der aber echt günstig war, meine ich. Ich glaube, ich habe jetzt für den 69 Euro gezahlt und es ist die 50 Milliliter Variante. Also ich glaube, da kann man echt nicht meckern. Und der Duft... Der Duft ist halt... ja, da ist, glaube ich, Patchouli mit drin. Wenn ich die Duftbeschreibung richtig in Erinnerung habe, ist Patchouli mit drin und so leicht fruchtige Noten. Und ich mag Patchouli einfach unheimlich gerne und in Kombination mit fruchtigen Düften finde ich das einfach noch besser. Und deswegen duftet der auf jeden Fall mit. Dann für alle, die bei der Telekom sind. Für die Telekom gibt es ja eine Mega-Deal-App. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich kannte die bis vor kurzem auch noch nicht. Habe die irgendwie immer ignoriert. Habe mir gedacht, was sollen da schon für Angebote drin sein? Habe letztens aber gesehen, dass Just Spices mit denen zusammenarbeitet. Und ich wollte schon ewig lange was von Just Spices ausprobieren. Und habe mir dann diese Mega-Deal-App runtergeladen. Und ja... Man hat dann zwei Produkte gratis bekommen, also wirklich nicht schlecht. Das kam gestern an, vorgestern kam das schon an, in diesem Paket hier. Finde ich auch vom Design her echt schön gemacht. Auf der anderen Seite ist nur mein Adresseaufkleber. Echt schön gemacht und da habe ich zwei Gewürze drin. Und zwar haben wir einmal hier dieses Rührei-Gewürz drinnen. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Hier ist einfach drinnen Meersalz, Tilly, Cherry, Pfeffer, Paprikaflocken, Petersilie und Schnittlauch. Hört sich auf jeden Fall sehr lecker an. Duftet auch schon sehr, sehr gut. Und jetzt müssen wir nur noch mal einen Rührei machen und das mal verwenden. Aber ich denke, man kann es auch für verschiedene andere Gerichte verwenden. Muss jetzt nicht unbedingt nur Rührei sein. Aber wie gesagt, möchte ich auf jeden Fall mal als Rührei ausprobieren. Und das nächste haben wir auch schon ausprobiert. Und zwar haben wir einfach eine ganz normale Tomatensauce zu unseren Nudeln gemacht. Und zwar ist es der Italian Allrounder. Und der schmeckt auch unheimlich gut. Also ich glaube, ich habe zwei Teelöffel von reingetan in einfach eine Tomatensauce. Und es hat unheimlich lecker geschmeckt. Also richtig, richtig gut. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich glaube, der Deal von der Telekom ist leider schon vorbei. Aber da gibt es immer wieder neue Deals. Und ja, also wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Und das Gewürz schmeckt schon mal mega. Das duftet mega. Müssen wir aber noch ausprobieren. Und ja, aber wie gesagt, also probiert es auf jeden Fall mal aus. Ist eine richtig, richtig tolle Firma. Und ja. Freue mich endlich auch mal Produkte von denen ausprobiert zu haben. Dann habe ich mir bei Müller etwas mitgenommen. Und da war ich echt froh, dass ich den noch gekriegt habe, weil das war so mein Wunschprodukt in Sachen Adventskalender. Und mein Freund und ich sind gleich nach der Arbeit hin und nachdem das, glaube ich, veröffentlicht worden ist und haben uns den geholt, beziehungsweise ich habe mir den geholt. Ja.
Es war auch der allerletzte. Also wir sind durch den ganzen Müller gelaufen und haben den nirgends stehen sehen. Irgendwo sehe ich da mal so ein Stück stehen und denke mir so, wow, ein Stück noch da. Der muss mit. Und zwar ist die Rede von diesem Adventskalender hier. Es ist der Misslin Adventskalender. Ich glaube, ihr könnt ihn leider nicht mehr kriegen. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch nicht nochmal geschaut, ob jetzt Müller nochmal eine Nachlieferung bekommen hat. Das weiß ich jetzt leider nicht. Wie gesagt, es ist schade, dass er so schnell weg ist, aber ich glaube, er hat einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für die Produkte, die drin sind. Und ja, es sind nur Originalgrößen drin. Der hat jetzt 29,99 € gekostet. Ich habe noch einen 10%-Coupon gehabt bei Müller und habe den eingelöst und konnte somit noch ein paar Euro sparen. Und bin echt glücklich darüber, dass ich den ergattern konnte und freue mich jetzt schon auf den Dezember, wenn ich endlich die ersten Türchen aufmachen kann. Und wir kommen auch schon zum nächsten Adventskalender und es ist ja echt passend, ne? Also wenn ich bei uns hier rausschaue, regnet es, aber es sind auch schon die ersten Schneeflocken dabei. Ja, also jetzt wird es langsam Winter und ich hoffe, dass dieses Jahr echt mal wieder Schnee liegt, weil es gibt nichts Schlimmeres als so graupelgraues Wetter und es regnet nur und es ist nichts weiß. Also ich möchte, Winter muss es für mich weiß sein. Ich finde es einfach schön und ich weiß, viele verfluchen das, aber ich finde es einfach schön, wenn man durch den Schnee wandern kann. Es macht einfach viel mehr Spaß und die Welt schaut einfach viel sauberer, ordentlicher und vor allen Dingen freundlicher und heller aus durch den Schnee. Und ja, ich freue mich jetzt schon richtig drauf. Aber kommen wir mal zurück zum nächsten Adventskalender. Und zwar ist es der IKEA Adventskalender. Wir waren Wir waren am 30. Oktober, am 31. war ja dieses Jahr in ganz Deutschland ein Feiertag. Wir hatten das Glück, hier in Bayern zwei Feiertage zu haben, also den 31. und den 1. November. Und ja, wir waren am Montag, hatten wir einen Brückentag. War eigentlich eine ganz schlechte Idee, dann zum IKEA zu fahren, aber irgendwie habe ich nicht dran gedacht, dass da vielleicht noch andere auf die Idee kommen könnten, zum IKEA zu fahren. Und ja, ich wollte eigentlich für meinen Schminktisch hier hinten, wollte ich noch so eine Auflage haben. Da gibt es von Alex so eine Schubladenauflage, wo einfach nochmal so eine Fläche ist dann auch. Habe ich leider nicht gekriegt, war nicht vorrätig, kommt erst wieder. Aber diesen Adventskalender habe ich bekommen, den haben sie nämlich ganz frisch aufgebaut und ja, da konnte ich mir einen mitnehmen. Und das Coole bei dem Adventskalender ist, ich weiß nicht, ob ihr den noch kriegen könnt. Also ich glaube, IKEA bringt da schon ein paar mehr raus, aber viele greifen sich da wirklich gleich 3-4 Stück immer. Weiß ich nicht, wie gesagt, ob ihr dann noch welchen kriegt. Das Coole an dem Adventskalender ist halt, dass hier zwei Gutscheinkarten auf jeden Fall drin sind mit einem Mindesteinkaufswert oder Mindestgutscheinwert von 5 Euro. Und so ein paar Süßigkeiten sind hier mit drauf. Und ja, bin ich sehr gespannt drauf. Die Schokoladensachen sind von der Firma Hachetz. Ich glaube, von denen hatte ich auch schon mal was. Hachetz. Ich glaube, die sind ganz gut, also da dürfte sich nichts fehlen. Schaut doch alles sehr, sehr lecker aus, was hier drauf ist. Also mein Freund und ich freuen uns da schon richtig drauf. Wir teilen uns das dann immer. Und ja, dann kommen wir auch schon zum DM-Teil dieses Hauls. Und da habe ich mir mitgenommen einmal, ich will schnell richtig drehen hier, diese schönen Verpackungen hier. Und zwar ist es von Alverde Hello Winter, eine Limited Edition mit Cremebad, Bodylotion und Pflegedusche. Cremig süßlicher Duft. Ja, hat einen süßlichen Duft, denke ich, dürfte auch cremig sein. Ich glaube, in der Dusche oder im Bad kommt es dann besser raus. Aber ich finde das Design hier einfach schon mal mega süß. Also richtig, richtig schön gestaltet. Gefällt mir richtig gut. Steht hier unten auch der Preis drauf. Finde ich jetzt ein bisschen doof, weil wenn man das jetzt verschenken möchte, weil sowas eignet sich natürlich auch perfekt zum Verschenken, braucht der Preis meiner Meinung nach nicht draufstehen. Auf jeden Fall kostet es 3,45 €. Kriegt ihr auch noch beim DM, habe ich gestern noch gesehen. Also könntet ihr auf jeden Fall noch bekommen. Ja. Dann habe ich dieses schöne Schätzchen hier noch gefunden, war auch das allerletzte im Regal. Und zwar ist das einfach ein reinigendes Handgel, ideal für unterwegs. Ich liebe diese Teile. Es hat so einen richtig schönen, bärigen Duft und ich finde es schade, dass die schon ausverkauft sind.
weil der Duft ist echt mega und mir wird es auch voll gefallen, weil ich meine, es sind diese ganz normalen Fläschchen, wenn die den Duft einfach mal in diesen normalen Fläschchen rausbringen, der Silikon-Bumper muss nicht immer unbedingt dabei sein, finde ich, weil die kann man ja wechseln, also da kann man ja wieder ein anderes Handgel reintun. Und deswegen, also da würde es mich freuen, wenn DM die Dinge auch mal einzeln rausbringt, dass man sich die einfach nochmal nachkaufen kann. Dann bin ich mir jetzt nur nicht sicher, ob ich den mal im DM gekauft habe oder mal beim Einkaufen einfach. Ich glaube, den könnte ich auch beim Kaufland mitgenommen haben, weil ich einen Augen-Make-up-Entferner brauchte. Und da habe ich mir diesen hier gegriffen. Von Nivea wasserfestes Augen-Make-up-Entferner für die sensible Augenpartie. Hört sich super gut an, allerdings ist das... Es ist so eine Creme, die gibt man sich aus Wattepad und reinigt sich damit das Auge. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Also mir mit so einer Creme übers Auge zu gehen, gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Ja, ich werde es wahrscheinlich einfach fürs Gesicht aufbrauchen, aber über die Augen mag ich es einfach nicht, leider. Ja, dann habe ich mir jetzt gestern beim DM nochmal ein Nivea Micellenreinigungswasser mitgenommen. Und zwar entfernt Make-up und Mascara, reinigt besonders mild, pflegt die Haut für trockene und sensible Haut. Sieht so aus, liegt glaube ich bei 3,59 €. Ja, habe mich einfach angesprochen. Ich habe auch noch gar nicht dran gerochen. Jetzt habe ich überall Micellenwasser. Also riechen tue ich jetzt erstmal nichts. Ah, jetzt kann man auch aufschrauben. Nee. Also riechen tue ich jetzt nichts. Weiß nicht, ob das einen Duft hat oder ob meine Nase einfach ein bisschen zu ist, weil ich glaube, ich ein bisschen krank werde. Aber ja, bin ich mal sehr gespannt drauf, wie dieses Nivea Micellenwasser ist. Das von Garnier habe ich jetzt schon eine ganze Weile. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere mal was anderes aus und habe mir das hier mitgenommen. Okay, der Regen wird immer weniger, es schneit immer mehr. Finde ich super. Bleibt nur leider noch nicht liegen. Ja, aber zurück zum Thema. Ich habe mir hier von Maybelline den Superstay Flash Dry Quick Dry Top Coat mitgenommen. Und was ich schon mal sagen kann, irgendwas habe ich gestern falsch gemacht oder es ist kein Quick Dry. Ich habe hier eine wunderschöne Scharte und hier ist auch nochmal so ein bisschen was weggegangen. Also schaut nicht perfekt aus, werde ich auch gleich nochmal abmachen, weil es mir nicht gefällt. Ja. Muss ich einfach nochmal ausprobieren, ob der wirklich Quick Dry ist oder ob er mehr verspricht, als er hält. Ja, ich werde auf jeden Fall mal eine Review dazu abgeben, wenn ich ihn jetzt noch ein paar Mal getestet habe. Vielleicht mit einem anderen Lack, vielleicht liegt es einfach an diesem Chromlack, dass es nicht so gut funktioniert. Wie gesagt, werde ich nochmal Rückinfo geben, wie mir der Nagellack gefällt. Dann habe ich mir mitgenommen mein allerliebstes Lieblingsbad für Winter, Weihnachten. Ich mag es einfach so unheimlich gerne und ich habe mir zwar genommen, jedes Mal, wenn ich beim DM bin, was mittlerweile etwas seltener ist, weil ich nur noch einmal im Monat groß einkaufe, statt mehrmals im Monat zu rennen, das Dresden Essenz Sprudelbad mit diesem ja, Teigmännchen, Lebkuchenmännchen drauf. Ich mag es einfach so gerne. Ich liebe diesen Duft. Es ist einfach Weihnachten, Winterzeit. Und ja, wenn es jetzt schneit draußen, ist es perfekt, also top. Dann habe ich schon ein Produkt aus dieser No Drama Llama Limited Edition gefunden und ich finde das Design einfach so süß. Mit süßem Karamellduft, da konnte ich nicht nein sagen, musste mir den mitnehmen. Und ja, ich habe noch einige Lippenpflegeprodukte im Backup, also wird der noch ein bisschen brauchen, aber solange der nicht angebrochen ist, hält der auch noch eine ganze Zeit lang. Und ja, der durfte mit. Dann durfte auch noch mit von Real Techniques aus der Brush Crush Limited Edition dieser Pinsel hier. Genauso wie dieser Sponge hier. Und ich werde die beiden jetzt einfach mal schnell auspacken und dann bin ich gleich wieder da. Also, der Sponge sieht einmal so aus. Ist in so einer Diamantenform. Finde ich sehr interessant. Bin ich mal sehr gespannt, wie der ist. Er fühlt sich auch sehr, sehr weich an, so wie der Original Real Techniques Schwamm. Und ja, auch den feuchtet man natürlich an, damit er, denke ich mal, nochmal doppelt so groß. Und ja, vom Design her finde ich den echt schön. Also gefällt mir richtig gut und ich bin echt gespannt, wie dieser Diamond Sponge so ist. Ja, und dann habe ich mir noch etwas für Foundation mitgenommen. Also er wird als Foundation-Pinsel bezeichnet. Und zwar diesen hier.
Der ist auch mega, mega schön. Also richtig schön gemacht. Der Glitzer ist auch so beschichtet, dass er nicht abgeht. Also schaut auch richtig edel aus. Und er ist auch richtig weich. Und ich kann mir echt gut vorstellen, den für Foundation herzunehmen. Und bin echt schon mega gespannt drauf und werde den gleich morgen früh ausprobieren. Also ja, gefällt mir echt richtig, richtig gut. Ja, tolles Produkt vom Design her. Richtig, richtig schön. Und wenn ihr Glück habt, findet ihr den noch. Der ist noch ganz aktuell. Also mein Aufsteller gestern im DM war noch komplett voll. Also ich war die Erste, die da was rausgenommen hat. Vielleicht liegt es auch einfach am Preis. Also der hat 14,95 gekostet und der Sponge hier hat 9,95 gekostet, was ich aber absolut gerechtfertigt finde. Also wenn man überlegt, der Beauty Blender kostet auch schon 20 Euro. Ich muss sagen, ich habe noch keinen Beauty Blender ausprobiert, aber ich finde schon die Real Techniques wunderbar, also richtig, richtig gut. Und deswegen habe ich aktuell nicht das Bedürfnis, den Original-Sponge auszuprobieren. Ja, und auch die Pinsel finde ich einfach echt gut, weil sie von der Qualität her super sind. Sie sind schön weiß, sie lassen sich gut waschen, gut reinigen. Sie haaren eigentlich auch nicht. Also ich habe noch nie ein Haar von denen in der Hand gehabt. Und ja, also kann ich nur empfehlen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt, was ich vom DM habe. Und zwar ist es dieses Bag hier. Und zwar ist es von der Essence Made to Spark a Surprise Bag. Und ja, es ist im Endeffekt voll mit Paletten und irgendwo da drin ist ein Produkt. Und es war auch das allerletzte, was es gab. Das habe ich mir mitgenommen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal rein. Und es sind halt wirklich ganz, ganz viele Paletten hier drin. So. Und wenn man das Produkt von all den Paletten befreit hat, dann ist es ein Shine Bright Like a Diamond. Okay, ich denke mal, es wird so ein Lippenpflegestift sein. Oh, der ist schön. Also es ist im Endeffekt ein durchsichtiger Lippenstift mit Schimmer drin. Schaut richtig, richtig schön aus. Es kommt hier leider überhaupt nicht zur Geltung. Er ist dann vielleicht hinter so einem dunkleren Hintergrund. Ja, vielleicht ein bisschen könnt ihr das erkennen. Also es ist wirklich so ein Glitzer drin. Und ja, schaut richtig, richtig schön aus. Auch das Packaging schaut richtig schön aus. Gefällt mir richtig gut. Ich bin froh, dass ich das noch ergattern konnte. Und jetzt kommen wir noch zu einer Box. Und zu dieser Box muss ich sagen, es ist ein PR-Sample. Also ich habe bei Rossmann, gibt es so für Blogger und Instagrammer und YouTuber, gibt es so eine Seite, wo man sich anmelden kann, seinen Kanal verlinken kann und dann regelmäßig bei so Gewinnspielen mitmachen kann, wo man sich praktisch anmelden kann. Man möchte gerne ein Produkt testen, dann wird ausgelost und irgendwann kriegt man dann ein Päckchen. Und bei mir war es vor kurzem soweit und wer mir auf Instagram folgt, hat auch schon gesehen, was ich bekommen habe. Und zwar ist es diese Box hier von Bernägen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Founded in Stockholm. Es ist eine richtig, richtig schöne Box. Also schaut auch richtig hochwertig aus. Und ja, einfach ganz, ganz toll. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal rein. Also wenn man das hier aufmacht, dann sieht das Ganze so aus. Beziehungsweise so. Das sind die Produkte, die hier drin sind. Und seit ich diese Box habe, verwende ich die Produkte auch. Also bis auf das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Das ist von Bernägen ein Midsummer Glow Body Öl. Gönnen Sie sich die Pflege dieses von skandinavischen Midsummer inspirierten Bodyöls mit sanften Blüten und Ölen und schützendem Pflegeöl, damit sich Ihre Haut angenehm weich und streichelzart anfühlt. Und das hat hier so einen Sprühkopf. Also ich denke, das wird mit in meine Fitnessstudio-Tasche wandern. Einfach zum nach dem Duschen einsprühen. Oh, die Produkte, also ganz im Ernst, Leute, die duften so unglaublich gut. Also wenn ihr mal beim DM seid, schnuppert mal dran. Also der Duft ist mega gut. Und am besten gefällt mir der Duft von dieser Serie her. Das ist diese blaue. Das ist die All Over Intensive Body Balsam. Und der Duft erinnert mich so an meine Kindheit, wenn ich bei meiner Tante war. Das riecht so unheimlich gut und genauso riecht es. Und das ist einfach so ein richtig toller Duft, wenn man es einfach so an früher erinnert wird. An so
ja, schön die unbeschwerte Zeit, wo man sich über noch nichts Gedanken gemacht hat. Und das tut dieses Produkt und das liebe ich. Und es ist so eine richtig schöne feste Butter, die sich aber richtig schön auftragen lässt. Und der Duft bleibt richtig lange auf der Haut. Also da, wenn ihr so Duft-Junkies seid wie ich, dann schaut euch, wie gesagt, die Produkte mal an. Beim DM könnt ihr die auch testen, also bevor ihr die kauft, weil die kosten, ich glaube, um die 5 bis 8 Euro, glaube ich, sowas. Probiert die da wirklich mal aus und schnuppert einfach mal dran und testet die mal bei euch auf der Haut. Also ich finde die richtig, richtig gut. Und dann habe ich hier auch noch so eine Duschcreme bekommen. Und das ist wirklich eine Duschcreme. Also das ist nicht so wie bei Balea oder so, wo halt dann wirklich wie Duschgel rauskommt, sondern das ist eine feste Konsistenz, also richtig schön fest. Und man gibt die so drüber und es ist so ein richtig angenehmes Gefühl und auch die duften so unheimlich gut. Also das ist auch so ein Duft, er ist nicht so wie die blauen, also wie die blaue Variante, sondern hat nochmal so einen anderen Duft, aber so ein frischen Duft und fruchtigen Duft und ja, ich glaube, ich habe bis hierhin, also bis hier ungefähr so schon aufgebraucht und oh, ich liebe es, also wirklich richtig, richtig toll und ja, gefällt mir richtig gut und passend zu diesem Duschgel gibt es auch eine Bodylotion und also ich bin ja echt ein Creme-faul, ne? Aber da der Duft so gut ist, creme ich mich einfach viel öfters ein. Also ganz, ganz tolle Produkte. Also schaut euch die auf jeden Fall mal an. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich das zugeschickt bekommen habe, sondern weil mir diese Produkte bis jetzt sehr, sehr gut gefallen und ich gerne zu diesen Produkten greife und echt froh bin, dass ich die habe. Weil ich muss auch sagen, ich bin, bevor ich die bekommen habe, bin ich bei Müller, bei Rossmann, bei DM, überall gibt es sie mittlerweile. Ich bin immer rumgeschlichen, habe gedacht, nee, ich habe genug Duschgel und nee, ich habe genug Bodylotion. Und die kosten ja doch auch ein paar Euros. Also es ist ja nicht so, dass es mal so 1-2 Euro ist, sondern wirklich schon ein bisschen mehr ist. Und deswegen habe ich sie immer stehen lassen, habe aber immer gedacht, so, eigentlich wäre es ja schon toll, aber ja... Jetzt habe ich sie, ich bin mega glücklich und wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch die Produkte einfach mal an, schnuppert mal dran, probiert sie mal aus bei DM und schreibt mir mal unten in die Kommentare, wenn ihr die Produkte schon getestet habt, wie findet ihr die? Sprechen sie euch an oder sagt ihr einfach, nö, das ist überhaupt nicht meins, der Duft gefällt mir nicht? Ja, würde mich mal interessieren, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, ihr Lieben, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und dann alle, die mir bereits folgen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss!